vielleicht habt ihr irgendwas Langweiliges, was ihr erledigen müsst. Ich finde, diese Art von YouTube-Video eignet sich nämlich immer perfekt, um sich Kopfhörer reinzumachen, einfach nur parallel zuzuhören. Denn es gibt hier kaum was zu sehen. Und ich wollte heute einfach mal wieder ein kleines Live-Update geben, über meine aktuellen Gedanken sprechen, was mich als Mutter von einem Kind zum ersten Mal in der Toddlerphase so beschäftigt. Ich dachte, vielleicht quatschen wir auch noch kurz über Neujahrsvorsätze. Es ist ja schließlich Ende Februar. Wir können ja mal kurz ein kleines Resümee ziehen, wie da so die Lage ist. Vielleicht wollt ihr ja ein bisschen auch von euch erzählen. Und ich dachte, ich probiere was aus. Ich habe so Gel-Stickers, naja, vielleicht sollte ich sagen Gel-Stickers, zugeschickt bekommen von einer Marke, von der ich sonst mir immer Gelnägel mache. Beziehungsweise man sagt immer so salopp UV-Nägel. Das ist aber keine UV-Lampe, das ist eine LED-Lampe. Für alle, die immer direkt Angst haben, mein Gott, das ist ja gar nicht eingecremt, UV-Licht. Ist eine LED-Lampe. Auf jeden Fall härten diese Dinger scheinbar in dieser LED-Lampe aus. Ja, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Keine Kooperation, ist ein ganz ehrlicher Test. Vielleicht wird ihr dann eine draus, ne? Wenn es mir gut gefällt. Ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, das einzige Szenario, dass ich solche Sticker hier benutzen würde, anstatt mir die Nägel einfach zu lackieren, ist, wenn hier so Nail Design, nennt man das so? Nail Art machen kann? Guck, da sind so süße Leo-Muster. Ist dann aber nicht jeder Nagel Leo, sondern nur ein paar davon. Oder diese Dinger hier. Wie nennt sich das nochmal? Babyboomer? Das sind irgendwie, wie heißen die nochmal? Hießen die nicht Babyboomer Nails? Babyboomer, doch. Warum heißen die Babyboomer? Warum? Okay, na dann, Babyboomer, it is. Leute, was soll ich sagen? Wie geht's euch? Wie war euer Start ins Jahr? Wir waren den ersten Monat des Jahres in Spanien. Wir haben da so eine kleine Workation gemacht, wen das interessiert. Wir haben auf dem Vlog-Kanal auch so eine kleine Haustour gefilmt und da nochmal kurz ein bisschen mehr drüber geredet. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt geht der normale Wahnsinn weiter. Es gibt voll viele Leute, glaube ich, die mögen das nicht, wenn man sich die Fingernägel feilt, gell? I'm very sorry for you now. Und ich muss sagen, ich bin aktuell an einem Punkt angekommen, an dem ich das Mama-Sein, ich glaube, so herausfordernd wie noch nie finde. Ich habe das Gefühl, wir stecken mittendrin in dieser Autonomiephase, in der einfach die Welt erkundet werden muss und man so merkt, dass man ja auch eine eigene Meinung und einen eigenen Willen hat. Und wir führen wirklich jeden Tag hier in diesem Haus Diskussionen. Und wenn ich sage Diskussionen, dann meine ich eher, ja, wie sage ich das jetzt? Darf man Meltdown sagen? Diskutier mal mit einem Zweijährigen, ne? Da kommst du schnell an die Grenzen des Logischen. So. Und das Ding, warum ich das jetzt erzähle, ist ganz einfach, weil ich persönlich in meinem Umfeld niemanden kenne, bei dem es so heftig ist wie bei uns. Man kennt das ja, dass, ja, keine Ahnung, dieses Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden, weil es halt irgendwas nicht kriegt, was es gerne hätte. So dieses Stadium, ich habe das Gefühl, das haben wir schon lange verlassen. Ich bin sehr froh, dass wir keine direkten Nachbarn haben. Die würden vielleicht denken, wir tun unserem Kind wirklich körperlich schlimme Gewalt an. Es ist wirklich so. Und ich finde das als Eltern ganz, ganz schwierig auszuhalten. Und es ist natürlich was, was man lernen muss, aber es ist so herausfordernd. Und es ist ja so, dass man, je öfter man was Bestimmtes macht, desto besser wird man. Ne? Also es ist ja in der ganzen Elternreise so, habe ich das Gefühl, je mehr du mit dieser Situation konfrontiert bist, dann versuchst du am einen Tag das, dann neuer Tag, neue Chance, kannst nochmal probieren, benutzt vielleicht eine andere Taktik oder so. Ja, und dann wirst du auch immer routinierter, sage ich mal, in einer Routine, die du gar nicht haben willst, aber die du halt dann irgendwie plötzlich hast. Entsprechend merke ich schon auch, wie ich selber immer gelassener werden kann, aber wir stecken halt gerade schon noch so in den Anfangstagen. Also eigentlich ist es so halt, ja, seit wir zurück sind, ist es einfach deutlich mehr geworden. Ich schätze mal, es ist wirklich so dieses, wir waren halt weg und ne, dann neues Umfeld oder was heißt neues Umfeld? Altes neues Umfeld, wieder ein bisschen anderer Alltag als davor und so weiter. Und so ein kleines Kinderhirn, ich meine, crazy, was das alles aufnimmt, was das alles wahrnimmt am Tag und sowas. Klar, dass da auch hier und da mal kurz irgendwas vielleicht ein bisschen falsch verschaltet ist. Puh, aber das zu lernen, damit umzugehen. Und das ist irgendwie was, ich finde, das hat man, oder also ich habe das vorher gelesen und gehört und bin halt auch schon so manchen Instagram-Accounts gefolgt. Und ich habe das Gefühl, der Algorithmus, der kennt mich manchmal besser als ich. Ich kriege dann Dinge ausgespielt, die mich vielleicht irgendwann mal beschäftigen könnten. Und dann siehst du das halt so, irgendwelche Parental-Tipps und wie so ein ganzes Kinderhirn funktioniert. Aber wenn du noch nicht in der Situation steckst,
dann toucht dich das halt nicht so. Wenn ich irgendwie so gehört habe, dass man so krass mit seiner eigenen Kindheit konfrontiert wird, dann konnte ich damit halt noch nicht so viel anfangen. Bis jetzt. Es ist so krass, wie schwierig es ist, gelassen zu bleiben und diverse Gefühle gut begleiten zu können, wenn man das selber vielleicht nicht unbedingt so gut gelernt hat. Weil auch wiederum unsere Eltern das nicht gut gelernt haben, weil die wiederum von einer Generation großgezogen wurden, die von ihren eigenen Eltern noch mit Stöcken oder auch in der Schule geschlagen wurden, die eigenen Eltern unter Umständen siezen mussten. Ich meine, was soll man erwarten? So lange ist das noch nicht her. Sprich, irgendwie sind wir jetzt auch so mit die erste Generation, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich pauschalisiere jetzt einfach mal, die da halt so ein Muster durchbrechen möchte. Mega anstrengend, weil du musst dich ja komplett selber informieren. Du kannst nicht einfach intuitiv handeln, weil intuitiv wäre für mich, bam, auf den Tisch hauen. Jetzt reicht's aber mal hier mit dem Geschrei. Ab auf dein Zimmer. Wer von euch ist so groß geworden? Ich liebe meine Eltern über alles, ne? Das ist jetzt keine Kritik an sie, sie wussten es auch einfach nicht besser, aber ich finde es deswegen für mich heute sehr schwierig, da reflektierter zu handeln oder mir halt so genau zu überlegen, was ist denn jetzt das Richtige? Ich glaube, ich mache die Nägel jetzt gar nicht so kurz. Ich lasse sie mal ein bisschen lang. Ich habe sehr kleine Fingernägel, ansonsten habe ich ja gar keine Fläche für die Sticker. Ich versuche mich natürlich auch immer nicht verrückt zu machen und schon auch irgendwie zu versuchen, intuitiv zu handeln. Aber wie gesagt, wenn dir deine eigene Kindheit da so im Weg steht, weil deine Eltern auf eine gewisse Art und Weise reagiert haben, dann kannst du halt das einfach nicht ganz so nach Bauchgefühl machen, sondern musst dich so ein bisschen an Dinge halten, die du halt zum Beispiel in einem Buch gelesen hast oder sowas. Und wir sind daran interessiert, ganz bedürfnisorientiert zu erziehen. Und da ist tatsächlich auch gerade so ein Learning, was ich die letzten Tage hatte, beziehungsweise meine Schwester hat mir da guten Input gegeben. Sie hat als Kindheitspädagogin gearbeitet, bevor sie schwanger wurde. Bedürfnisorientiert heißt, dass alle Bedürfnisse zählen, also auch meine. Und wenn mein Bedürfnis jetzt ist, zum Beispiel, ich möchte duschen gehen, ein Szenario, was wir gerade die Tage hier hatten, und mein Kind findet das jetzt aber blöd und möchte nicht, dass ich duschen gehe, dann kann ich für mich entscheiden, das ist jetzt aber mein Bedürfnis. Und das werde ich jetzt machen und ich werde für mein Bedürfnis einstehen. Wichtig ist an der Stelle natürlich schon auch, dass dann wiederum die Bedürfnisse des Kindes auch respektiert werden, wenn das Kind irgendwie was sagt, was es möchte, was es nicht möchte. Auch das ganz schwierig, finde ich, weil wenn man halt aus dem Haus möchte, weil man verabredet ist oder vielleicht Erledigungen machen muss oder sowas und Kind hat keinen Bock mitzumachen, möchte sich nicht anziehen, möchte sich nicht wickeln lassen und so weiter, dann ist halt das ein Bedürfnis, was es gerade hat, was ja auch so richtig den eigenen Körper betrifft. Und wenn ich da jetzt wiederum mich halt voll drüber stelle und sage, oh, es kann schon sein, dass du das willst, aber ich entscheide jetzt, dass wir uns jetzt trotzdem anziehen und unter Umständen schnappe ich dich einfach. Ich finde, das ist übergriffig. Ich weiß nicht, ich bin gerade noch so voll im Rumschwimmen, weil ich gar nicht weiß, wie reagiere ich denn dann richtig? Und dann hat man direkt wieder so das Gefühl, dass andere Menschen, die das so von außen beurteilen, sagen, ja, dein Kind tanzt dir halt auf der Nase rum und so weiter. Und ich habe aber auch wieder die pädagogischen Accounts im Ohr, die sagen, es geht nicht um Manipulieren, die Kinder wollen nicht manipulieren, vor allem nicht in dem Alter, sondern einfach ihre Bedürfnisse deutlich machen. Man muss dann halt einen Kompromiss finden und so weiter. Dann, wenn man aber den zeitlichen Druck hat, dann hat man vielleicht keine Zeit, um einen Kompromiss zu finden. Also ist man am besten einfach schon 3 Stunden früher dran. Gar kein Problem. Total realistisch. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, das ist gar nichts, wo einem andere Menschen wirklich Tipps geben können, weil jede Familie das so auf ihre Art und Weise probieren muss. Wie gesagt, ne, neuer Tag, neue Chance. Man kann es jeden Tag aufs Neue versuchen. Ist das nicht schön? Und dann verschiedene Strategien ausprobieren. Alex und ich als Team Eltern, wir tauschen uns richtig viel darüber aus. Ich finde, das hilft halt auch ungemein, wenn einfach beide Parts sich reflektieren, den Tag nochmal reflektieren, das Kind anschauen und so gemeinsam überlegen, was könnte das brauchen und dann eben da auch an einem Strang ziehen. Ansonsten finde ich das sehr, sehr schwierig, wenn eine Person einen Plan hat und die andere hält davon nichts und macht dann einfach so ihr eigenes Ding. Ich persönlich finde es schon sehr wichtig, dass man als Eltern wirklich ein Team ist. Außer natürlich, das Wohl des Kindes ist in irgendeiner Art und Weise gefährdet. Dann darf man durchaus auch das Partnerteam verlassen und im Team des Kindes sein. Aber ne, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, man führt eine Beziehung auf Augenhöhe und vertritt irgendwie ähnliche Werte, dann finde ich es natürlich schon cool, wenn man da so einen gemeinsamen Plan entwickelt hat. Und wir haben bei uns so ein bisschen festgestellt, oder
wir vermuten, das könnte ein Problem sein, weil wir haben echt mal so durchanalysiert, das Kind darf total viel mitentscheiden und wir haben auch genug Zeit, wir haben keine stressigen Morgende, weil aktuell hier noch keine Fremdbetreuung stattfindet und wir nächste Woche langsam mit einer Eingewöhnung starten und so weiter und wir sind ja auch beide zu Hause, weil wir eben hier das Büro im Haus haben und von hier aus arbeiten. Das heißt, irgendwie sind das ja, denkt man erstmal lauter so Vorteile und man fragt sich so, was ist denn eigentlich das Problem? Was ist das zugrunde liegende Bedürfnis? Das ist ja eigentlich mal so die Frage, die man sich stellen muss. Wir haben so ein bisschen rumüberlegt und sind dann irgendwie so zu der Erkenntnis gekommen, dass dadurch, dass wir dieses geteilte Modell haben, ne, also dass wir beide eben nach unserem Kind schauen, 50-50, während die andere Person arbeitet und irgendwie aber auch alle meistens im Haus sind und man auch flexibel mal so einspringen kann und wir durch diese fehlende Fremdbetreuung auch noch nicht so eine feste zeitliche Routine haben, dass einfach voll die Routine fehlt. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das wirklich ein Problem ist, was man so auch erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, weil man so denkt, wow, das ist ja eine tolle Situation bei euch, ihr könnt euch das aufteilen und irgendwie Kind bekommt beide Eltern und so und man kann die Tage flexibel gestalten. Als Erwachsener voll der Traum. Keine langweilige Routine, sondern einfach so die Möglichkeit, heute das, morgen das. Aber als Kind hardcore verwirrend, weil du hast ja gar nichts, an was du dich festhalten kannst. Ich meine, du kannst die Uhrzeit noch nicht lesen, du hast noch keinen Plan von Wochentagen, du weißt überhaupt nicht, was ist morgen, was passiert denn morgen, was bedeutet in 2 Wochen, was ist übermorgen und so weiter. Warum ist es denn jetzt heute so und morgen ist es so und warum muss ich mich heute mit dem Papa anziehen und morgen muss ich mich mit der Mama anziehen? Da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann ist das mega nachvollziehbar, oder? Ja, so, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir uns so denken, ja, okay, aber was ist die Alternative? So, the moment of truth. Hä? Also, okay. Tricky, tricky, tricky. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gleichzeitig reden. Kein Problem, Mori. Ich muss gerade mal einen Nagel ausprobieren. Dann bin ich wieder da. So. Schick. So lange Nails. Also, wie war's? Erst andrücken, dann abschneiden, gell? Ja. Okay. Ah ja, guck mal, das geht ja richtig gut, das da mit diesem Rosenholzstäbchen anzudrücken. Das Coole an den Folien ist, dass man wirklich bis zur Kante kommt. Das kriegt man ja mit Nagellack ganz oft gar nicht hin, beziehungsweise schmiert dann da so irgendwie rum. Was ich jetzt ein bisschen herausfordernd finde, ist, dass da keine Datschen reinzumachen mit diesem Stäbchen. Vielleicht ist es aber auch einfacher, wenn ich das ganze Gebimbel einfach mal abschneide. Das irgendwie so runterfalten. Und später wird das auch noch gefeilt ein bisschen. Hört man das? Finger Nummer 1. Also ja, wir müssen für uns jetzt irgendwie eine Lösung finden, wie wir mehr Routine in unseren Alltag bringen können. Und aber trotzdem halt natürlich unser System so ein bisschen beibehalten, weil das geht halt nicht anders. So ist halt unser System. Und wir arbeiten halt eben einfach beide und teilen uns genauso auch halt die Care-Arbeit. Entsprechend sind da ein paar mehr Variablen drin, als vielleicht in anderen Alltagen, in denen nur eine Person nach dem Kind schaut. Das ist halt einfach unsere Situation. Wir müssen jetzt irgendwie nur gucken, wie wir es so angenehm wie möglich für alle Beteiligten gestalten. Aber ich fand diese Erkenntnis eigentlich schon mal ziemlich hilfreich, muss ich sagen. Ich meine, das Ding ist ja auch immer, dass sich Routinen ja auch dann wieder flexibel ändern müssen und Tage ändern müssen und so weiter, weil dann ist irgendwann hier Fremdbetreuung oder sowas am Start und dann ist ja eh wieder alles ganz anders. Entsprechend weiß ich jetzt auch nicht, ob das der Weg zum Glück ist. Aber ja, man darf als Eltern sehr viel über sich lernen. Würde mich sehr interessieren, von euren Erfahrungen zu lesen. Ihr habt mit Sicherheit auch Kids, die schon älter sind und was da so eure Learnings sind oder was ihr vielleicht so für euch festgestellt habt. Guck mal, wie cute! Also das mit diesem Leo finde ich ja schon richtig cool. Das würde ich ja sonst niemals hingemalt kriegen. Und man wird auch immer schneller. Und wenn man nicht dabei redet, dann ist man noch schneller. Einer meiner Neujahrsvorsätze war, viel Quality Time mit meinem Kind zu verbringen und nicht nur von To-Do zu To-Do zu rennen. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, das klappt eigentlich auch ganz gut. Jetzt bringen wir da einfach noch ein bisschen mehr Routine rein. Dann wird das ganz wunderbar. Und sonst, was habe ich denn sonst eigentlich an Neujahrsvorsätzen gehabt? Ich bin ja immer nur so ein so Semi-Fan davon, weil ich mir denke, wenn du was verändern willst, dann kannst du das eigentlich jederzeit machen. Es braucht kein neues Jahr dazu. Es könnte auch eine neue Woche, von mir aus ein neuer Monat, weil manchmal brauchen wir Menschen das Jahr. Du sagst, oh, ab dann und dann ist irgendwie die Motivation höher. I get it.
ist bei mir schon auch so. Aber sich am Anfang des Jahres hochmotiviert Pläne zu machen und dann schon Ende Februar enttäuscht zu sein, weil man nichts oder nur wenig davon umgesetzt hat, finde ich immer nicht ganz so zielführend. Ich habe mir aber so eine Art Vision Board am Handy erstellt und das als Hintergrund, als Bildschirmhintergrund auf meinem Handy, beziehungsweise ich habe es am Computer oder am iPad erstellt und mir dann als Hintergrund am Handy eingerichtet, damit ich das immer sehe, wenn mein Handy gesperrt ist. Und das ist echt eine gute Idee, weil man so immer wieder dran erinnert wird, was man denn eigentlich sich so vorgenommen hat. Wie gesagt, man muss gleich ein bisschen darauf achten, dass es nicht komplett überladen ist und man dann am Ende des Tages überfordert ist, weil man nichts davon umsetzt. Ich hatte so ein paar sportliche Ziele. Also tatsächlich einer meiner Vorsätze, einen Klimmzug zu schaffen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe sehr motiviert gestartet. Ich habe in Spanien geübt. Wir hatten da so einen Fitnessraum. Ich habe festgestellt, boah, ich bin richtig schlecht. Armkraft ist bei mir so richtig nicht vorhanden und Rückenkraft und was man noch alles braucht dafür. Das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen demotiviert. Ich habe meine Klimmzugkarriere so ein kleines bisschen wieder an den Haken gehängt. Mal gucken, ob das noch kommt. Vielleicht hat jemand anders noch einen Tipp, was man so an Vorübungen machen kann, weil so fünfmal mit so einem Gummizug Unterstützung und dann kannst du nicht mehr, ist halt jetzt auch nur so ein semi-effektives Training, muss ich sagen. Ich finde es aber eigentlich so cool, wenn man das kann. Eigentlich könnte ich es sehr gerne. Ich sehe mich da schon so das machen. Aber der Weg ist schwer und lang. Vielleicht wird es ja noch was. Aber gerade, naja. Dann mein zweites sportliches Ziel, was ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, war tatsächlich Spaß am Joggen finden. Also wer meinen Account schon länger verfolgt, ich habe immer darüber geredet, wie wenig Spaß mir das macht und wie ätzend ich es finde, laufen zu gehen und dass ich da einfach nicht für gemacht bin und dass ich da keine Geduld für habe und dass mir so schnell alles wehtut und dass es einfach keinen Spaß macht. Und ich habe mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte da einfach Spaß dran finden und ich habe kein Ziel hinsichtlich eines Schnittes, ich habe kein Ziel hinsichtlich einer Distanz, ich möchte einfach nur, dass Joggen mir Spaß macht, dass ich einfach losrennen kann und so die Benefits davon genießen kann. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein ziemlich gutes Ziel. Und tatsächlich habe ich das in Spanien schon ganz gut angehen können. Ich meine, klar, da ist es natürlich einfach zu laufen. Das Wetter ist schön und das Surrounding auch. Es ist halt einfach doch ein Unterschied, ob ich hier durch den grauen Matschewald laufe oder an der Strandpromenade entlang. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich war dort öfter laufen als im gesamten letzten Jahr zusammen. Wahrscheinlich sogar in den gesamten letzten 2 Jahren, würde ich sagen. Das ist ja schon mal ein Erfolg und es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Und was für mich so der Gamechanger war, war meinen Puls zu beobachten. Also zu gucken, wie hoch geht mein Puls und so ein bisschen auch zu beobachten. Ne? Ich habe ja hier so eine Apple Watch und dann siehst du, in welchem Bereich du dich gerade befindest und so. Und so einfach so zu merken, ab welcher Herzfrequenz wird es richtig unangenehm, ab wann fängt mir alles an weh zu tun und so weiter. Und früher dachte ich halt einfach, ich muss da durch. Das muss halt einfach so sein und wehtun und blöd sein irgendwie. Aber muss es ja gar nicht. Ich kann ja auch einfach sagen, ich bleibe unterhalb dieser Herzfrequenz. Und wenn ich die erreicht habe, dann bin ich einfach gegangen. Und das war so ein simpler Gamechanger, aber ich hatte irgendwie so in meinem Kopf, dass ich nicht gehen darf, weil das dann so ein Versagen ist. Und dann habe ich mich davon einfach befreit und habe das so gemacht und zack, bumm, hat es direkt Spaß gemacht. Vielleicht hilft euch dieser bahnbrechende Tipp ja auch. Und mal wieder kurze Talk-Unterbrechung, weil die Nägel kommen jetzt in die Lampe für 60 Sekunden. And we wait. Tada! Herr Krass, jetzt sind die halt echt so fest geworden. Die sind gar nicht mehr so flexibel. Cool. Jetzt muss das einmal noch so ein bisschen runtergefeilt werden. Also, das ging eigentlich schon schnell, muss ich sagen. Süß. Ta-da-da-da. Und sonst hatte ich nicht so viele Vorsätze. Mehr so, ich möchte gerne mehr lesen. Habe ich auch jetzt in Spanien schon gemacht, weil ich habe festgestellt, ich habe letztes Jahr wirklich wenig gelesen. Ich glaube, ich habe kein einziges Buch gelesen. So schlimm. Und jetzt dieses Jahr immerhin schon eins. Das ist doch mal was. Und ich möchte mir auch gerne Zeit nehmen, um kreativ zu sein. Um einfach zu machen, um vielleicht auch ein neues Hobby zu lernen. Ich würde wahnsinnig gerne mal was häkeln, so ein Polunder häkeln oder so. Ich habe einfach auch Lust, mein Hirn dahingehend wieder ein bisschen zu fordern, aber halt so ein bisschen ohne Druck. Also die einzigen Sachen, auf die ich so richtig Bock hatte, waren eigentlich diese sportlichen, von denen ist jetzt nur noch eine übrig geblieben. Aber hey, immerhin, ich finde, das ist schon wichtig, dass man da auch so das irgendwie, ne, so
für sich selber wieder richtig ins Verhältnis setzt. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das jetzt, dass ich dieses und jenes Neue lerne oder wie auch immer? Ist das wirklich ein Jahresvorsatz oder ist das eigentlich nur was, was mich ansonsten belastet? Da finde ich den Vorsatz, Quality Time mit meinem Kind zu verbringen, besser. So, jetzt mache ich mal schnell die zweite Hand. Sehen wir uns gleich wieder. Ich muss sagen, ich bin richtig happy mit dem Ergebnis, weil die zweite Hand hat jetzt deutlich schneller funktioniert, obwohl das die rechte war und ich mit links schneiden musste. Aber wenn man da mal so den Dreh raus hat und weiß, welche Stickergrößen man für die eigenen Nägel braucht, dann dauert das nicht sehr lang. Und die kommen halt nur einmal 60 Sekunden in die Lampe und nicht 3-4 Mal, je nachdem, wie viele Schichten man aufträgt. Base und Topcoat spart man sich auch. Jetzt müssen sie nur noch lange halten. Ich habe jetzt Leo-Nägel. Hätte ich sonst auch nicht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich über eure Tipps, Anregungen, Ratschläge, eure Geschichten einfach. Vielleicht können wir ja da alle irgendwie ein bisschen was mitnehmen, uns ein bisschen austauschen und uns alle ein bisschen weniger alleine fühlen. Das wäre doch mal was. Ansonsten verlinke ich euch hier mal noch mein letztes Video. Ihr könnt hier meinen Kanal abonnieren. Da freue ich mich immer drüber. Ne? Support, kein Mord. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Daumen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.